Immer noch einmal bitte. Gut, noch einmal. Und letztes. Warte. Ich glaube, es geht einfach nur darum, mal wieder über Milch zu reden und darüber, dass das ein tolles Produkt ist, dass das ein Produkt ist, was man überall wiederfindet. Im Käse, im Joghurt, in der Sahne, im Kuchen ist es. Also ich bin keine Vegetarierin und trotzdem versuche ich manchmal, mich auch ohne Fleisch irgendwie zu ernähren. Ja? Ich versuche irgendwie alles so ein bisschen auszuleben. Und ich glaube, das ist eben einfach ganz wichtig. Und gerade im Sport ganz wichtig, dass man möglicherweise irgendwie sich von allem das Beste raussucht. Ich bin Kerstin Wried von der Initiative Milch aus Berlin. Hier heute in Köln im Super Candy Pop-Up Museum mit unserem begehbaren Milchkühlschrank, den wir hierher gebracht haben, weil das, ja, wir wollten zeigen, Milch ist so ein wertvolles Lebensmittel und sehr vielseitig. Und wir suchen den Dialog, auch mit den jungen Leuten besonders. Deshalb sind wir hier. Hi, ich bin Carina, Carina Spoon auf Instagram und deswegen bin ich auch heute hier. Ich bin Max Fancy, hallo. Und wir sind vor allem heute hier, weil wir ganz gespannt auf den neuen Raum sind hier. Oh ja, hier gibt es einen Indoor-Kühlschrank, also einen begehbaren Kühlschrank hier im Super Candy Pop-Up Museum. Deswegen sind wir heute da, wir wurden hier eingeladen und ich bin gespannt, wie es aussieht. Wir machen nachher schöne Fotos auf jeden Fall. Yes. Und es gibt vor allem auch noch informative Dinge in diesem Raum. Und zwar sind auf den Verpackungen QR-Codes platziert, genau. Die könnt ihr einscannen und dann kann man am Schluss was gewinnen. Richtig? Auch das, richtig. Ja. Genau, also ihr könnt den Raum hier besuchen im Super Candy Pop-Up Museum. Bis zum 9. Januar ist er hier. Also genau. Schaut vorbei und schaut euch den Raum selber an. Also ich bin jetzt gespannt. Ich auch. Würdet euch auch gerne dahin. Also, ne? Tschüss.